Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Und heute, wie versprochen, geht es darum, dass ich erzähle, woher dass ich mein Hasch gehabt habe. Früher. Ich habe ja schon mal erzählt, dass es gerast bei Sensi Smile geholt habe, nicht hole, geholt habe damals. Und laut Google gibt es den Laden auch noch. Und das Coole an dem Laden war halt, dass der so eine Speisekarte mit, weiß ich nicht, 40 Sorten ungefähr Gras gehabt hat und genauso viel Haschisch. Vor allem das Gras war für mich sehr interessant, weil in den 80er Jahren gab es keins. Da gab es nur Hasch bei uns, sonst nichts. Es war immer gepresste Platte oder Eiermarock oder ganz seltener mal gab es so Gras, Marke Eigenbau anscheinend, kolumbianisches oder Thai. Das war dann ganz zerfallen, schon 100-mal sah schon so aus, als wäre ganz viel davon rausgenommen worden, wurden nur noch die Stängel da, ganz viele Samen und ein paar Brösel. Die Samen haben wir natürlich eingepflanzt. Da gibt es nochmal eine Sendung dafür, wo ich euch dann meinen allerersten Grow was dazu erzählen möchte und meinen aller zweiten und dritten und vierten. War halt damals schon so, dass ich es immer wieder probiert habe. Aber Fakt ist halt, die hatten so ein System. Je stärker die Sorte war, je teurer war es natürlich. Also du hast da praktisch das THC bezahlt und nicht den Trägerstoff drumherum. Wenn er drei verschiedene schwarze Haschsorten da hatte, dann war natürlich das hier am teuersten, was am stärksten war. Aber jetzt, als du in einen Kaffee kommst, wo du es abschneidest oder abschneiden lässt von einem Block, weißt du ja nie, schneidet der jetzt da von der günstigen Platte oder von der teuersten Platte. Notfalls kaufst du dir drei verschiedene und passt auf, dass er so wirklich von drei verschiedenen Platten schneidet. Das Problem hast du da nicht, weil die alle vorab schon abgepackte Sachen sind. Die kosten immer 25 Gulden und 12 Gulden 50. Gab nur die zwei Größen, 130 Gramm Beutel gab es damals noch von zwei verschiedenen Grassorten. Northern Lights und Skunk. Da war das Problem, dass sie das Gesetz irgendwann geändert haben. Zu diesem Zeitpunkt war es aber so gültig. Genauso, dass man ab 16 Jahren in einen Coffeeshop gehen hat dürfen. Das war damals so. Das teuerste bei dem Laden war der Sensi Stuff. Das war 1,2 Gramm für 12 Gulden 50. Nee, für 25 Gulden. Das war so genauso grün wie das Gras ist. Hat auch genauso gerochen wie das Kunk. Und meines Erachtens haben die halt selber da von ihren Ernteresten Hasch gemacht. Und nicht schlecht. Das war richtig gutes Zeug. Aber das war auch sehr beliebt. Wenn ich damit was dabei hatte, habe ich das in Deutschland für 25 Mark 1 Gramm verkaufen können. Habe aber nur selten was mitgenommen zum Verkaufen, sondern meistens nur für mich und für die anderen die Platten oder den Eiermarock. Das habe ich mir gekauft in Anaheim. Und zwar war das so, dass ich mit meiner damaligen Freundin und Markus W., von dem ich erzähle ich euch auch nochmal was, sind wir nach Rotterdam gefahren. Die wollten mit mir zusammen mal nach Holland fahren. Und da habe ich das erste Mal diesen einen Laden kennengelernt. Und als ich das zweite Mal nach Holland gefahren bin, dachte ich mir, warum fahre ich denn so weit? Ich steige doch gleich in Arnhem aus, da sind auch Coffeeshops, brauchst nicht so weit fahren. Und es war halt damals so, dass ich da immer von meinem Monatsgehalt einmal nach Holland gefahren bin, meinen Monatsbedarf einkauft habe für mich selber. Und dann bin ich mal halt da reingekommen. In Arnhem, in einem Laden, den es heute nicht mehr gibt, deswegen nenne ich den jetzt auch mal, der hieß Casablanca. Und der Chef, also der Geschäftsführer da drin, hat gleich gut Deutsch gesprochen. Und der hatte beiläufig gesagt, ja, wenn du mehr brauchst, ist auch kein Problem. Das hat beim ersten Mal nicht ganz geschnallt, weil ich habe da lauter verschiedene Sorten gekauft und immer nur so 5 Gramm Stücke. Aber halt richtig gut Geld ausgeben auch. Und dann meint er ja halt, ja, also gell, ich hab's, dann wird's dann auch günstiger. Und dann sage ich zu ihm, ach du meinst das größere Mengen oder was? Dann sagt er, ja klar, können wir auch drüber reden. Und dann habe ich halt so gefragt, was kostet's denn? Ja, das was bei ihm im Laden grammweise für 12 Gulden 50 verkauft worden ist, das war das, ein Gulden war eine Mark ungefähr. Also habe ich meinen Markt gleich gerechnet, dass für 12,50 verkauft wird. Das kann ich im Kilo haben für 3.500. Ja, das sind dann 3,50. Und die Gewinnspanne kann ich mir dann selber schmackofatzen. Jetzt war das so, dass ich nicht so viel Geld flüssig hatte, dass ich mir gleich ein ganzes Kilo holen kann.
auch kein halbes Kilo. Und dann bin ich halt wieder halb gefahren und habe halt das da und so im Hinterkopf gehabt. Und dann kommt einmal der Robert zu mir und sagt, hey, das kannst du was besorgen. Ich habe eine Bekannte, die möchte in Urlaub fahren und die bräuchte eine größere Menge. Dann sage ich, ja, kommt drauf an, hey, was willst du denn haben? Naja, da das ja jetzt durch mehrere Hände geht, es geht um 2.500 Mark und so 200 Gramm. Bling, 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 bling. Also ja, okay, können wir machen. Es dauert aber ein bisschen. Aber da muss ich sagen, was jetzt kommt, das war echt arschlochmäßig von mir und war auch mit Risiko behaftet. Ich habe halt das Geld genommen, habe ihn zum München Hauptbahnhof beordert und habe gesagt, du musst halt jetzt schnell da bei jemanden warten und ich gehe mit meiner Freundin los und hol's. Und dann habe ich ihn halt mit dem Kumpel da stehen lassen und zum Kumpel gesagt, so in einer Stunde gehst halt heim und schickst ihn heim. Sag du, es bringt nichts mehr zu warten, ich komme nicht, bestimmt nicht mehr. Ja. Der war natürlich stinkesauer und ist mit noch einem anderen Typen dann zu meiner damaligen Freundin in die Wohnung. Die hat bei den Eltern im Haus gewohnt, oben im Dachgeschoss, sind da oben rauf und haben uns einen Zettel hinterlassen. Mit Drohungen und Zeug und Klump. Ja, dann sind wir halt zurückgekommen mit knapp, ich glaube 800 Gramm haben wir gekauft gehabt. Und dann habe ich, damit die nicht sauer sind, halt noch 50 Gramm oder was oder 100 Gramm oben drauf gelegt, weiß ich nicht mehr genau. Dann haben wir da angerufen, die sind stinksauer gekommen und haben aber dann das Zeug übergeben haben und es wirklich astreines Material war, waren sie zufrieden und haben Gosch gehalten und haben uns die Geschichte abgekauft, dass wir beim Dealer waren und da Rohypnol genommen haben und eingeschlafen sind und dass uns das furchtbar leid tut. Robert habe ich die Geschichte irgendwann später schon mal gebeichtet, der weiß das. Der zweite ist der Boris, dem habe ich glaube ich die Geschichte nie gebeichtet, dass das mein Startschuss war für Holland. Wir sind halt dann wieder nach Holland gefahren, also mit dem Gewinn von dem Zeug und haben uns dann unser erstes Kilo geholt und ab da habe ich halt dann wöchentlich mein Zeug abgeholt da in Casablanca und habe immer wieder mal gewechselt von diesen 1250ern Sorten, damit halt die Leute auch immer wieder unterschiedliches Zeug haben. Aber es war auch jedes Mal echt solide, ein gutes Material, das ist halt das, was man eine bessere Euro-Platte genannt hat. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist echt ein astreines Zeug gewesen. Europlatte habe ich auch gekannt, also wo du dann zwei, drei Schichten hast zum Auseinanderziehen. Da habe ich meine eigene Theorie dazu. Die kommt daher, weil ich beim anderen Coffeeshop nebendran auch mal eingekauft habe. Und da habe ich mal spaßeshalber Eier im Rock mitgenommen, ein Kilo. Ja, das war halt dann ein bisschen so heftig für meine Kunden, als ich da zurückgebracht. Und dann erklärt mir der, was der Eiermarok eigentlich überhaupt ist. Die Wahrheit ist, das ist weder aus Marokko, noch ist es überhaupt ein echtes Hasch. Das wird so hergestellt, dass die komplette Pflanze, in der Türkei wird das hergestellt, das sind die kompletten Pflanzen, daraus wird erstmal Öl gemacht, ja, ein richtig hochpotentes Öl. Und das für den Transport ist halt schwierig zu der Zeit gewesen, hat man das ganz einfach mit einer pulverisierten Pflanze wieder vermischt und hat dann 250 Gramm Platten draus gepresst. Ich weiß, dass ich früher auch so große Platten gehabt habe, als es das erste Mal hieß, es gibt Eier im Marokko und als wir die geschnitten haben, war die innen so oliv, hellgelb und blieben auch so. Die gingen auf, wie eine normale Platte aufgeht, also richtig schön flockig. Der Eier Marokko aber, wenn du den aufgeschnitten hast, war sie erst hellgelb und dann wurde es langsam rötlich und der war auch steinhart und den konntest du nur wie ein Sand bröseln. Also war wie Sand, ganz klein, wenn du machen wolltest, war es wie Sand. Und du hast nur richtig heiß machen müssen. Aber gescheppert hat das von ferner liefen. Das war richtig hardcore, das Zeug immer. Da gab es dann auch Gerüchte, das wäre mit Heroin gestreckt und bla bla bla, weil es halt alle nicht verstanden haben, wieso das so scheppert. Ja, ich dachte halt einfach mal, ja, die haben da halt eine richtig gute Pflanze verarbeitet, aber der hat es mir halt dann erklärt da in dem Coffeeshop. Und das kannst du aber dann auch gut handeln durch dieses normale Pflanzenmaterial, was da drin ist. Weil Öl gab es zu dem Zeitpunkt damals auch zu kaufen, es waren diese McDonalds-Strohhalme drin, ja, von hinten zugeschweißt und in der Mitte war halt dann das Öl mit Spritzen reingemacht. Aber ehrlich, eine Sauerei beim Rauchen immer. Damals haben wir aber noch keine Dabbing Rigs gehabt und nichts, also deswegen. Ich war zufrieden mit dem Zeug. Bis dahin, peace out.
Thank you.